gesagt. Ihr da! Sind euch zwei verdächtige Männer und eine junge Frau aufgefallen? Groß, dunkles Haar. Kommt mir ja nicht krumm. Falls ihr nicht kooperiert, werde ich die Informationen aus euch herausprügeln. Verdammt! Wir wurden wohl grundlos hierher geschickt. Na schön. Passt auf. Moment. Wer ist das da in dem Gebäude hinter euch? Da sind sie! Verdammt! Freunde lässt man nicht im Stich. Du wirst auf den Süden kommen. Die Unschuldigen sollen nicht für die Schuldigen sein. Ich kann nicht anders. Es muss sein. Kutter! Nach seinen Befehlen. Ich kehre zu Ihrer Hoheit zurück. Ihr habt einen neuen Questgegenstand erhalten. Sie sind uns dichter auf den Fersen als erwartet. Im Moment sind wir sicher, aber Meister Duchun ist noch verletzt. Er kann nicht so schnell laufen wie wir. Schaut im Gasthaus zum Kräutergarten nach unseren Freunden. Wir treffen uns an der Silberfrost-Zitadelle. Seid vorsichtig!
Es ist schön, euch zu sehen. So treffen wir uns wieder. Als Yun Sang verhaftet wurde, bin ich zum Talos-Gefängnis aufgebrochen. Man sagt, er hätte seine Tochter gefunden und sie wäre ebenfalls eingesperrt. Vermutlich wisst ihr schon, dass es nur ein Gerücht war, aber ich dachte, Yun Sang wüsste etwas und wollte ihm deshalb folgen. Ja, und Ju Wol. Es war ein fröhliches Wiedersehen. Ich fühle mich beiden verbunden. Er hat mir von Yun Hwas Kindheit erzählt. Auch wenn ich sie nicht gefunden habe, kenne ich sie nun etwas besser. Aber ich bin schon wieder unhöflich. Was hat euch nach Silberfrost geführt? Do Chun? Ich fürchte, den Namen kenne ich nicht. Ju Wol kam als Erste her. Vielleicht weiß sie etwas. Das ist Yun Hwas Adoptivvater? Ich hatte etwas anderes erwartet. Yun Sangs Gekeuche und Yeharas Rumgefächere treiben mich noch in den Wahnsinn. Do Chun? Ach, der alte Mann. Ich habe ihn am Basislager der Entdecker verloren. Da wimmelt es nur so von Frosttodesfeen. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat. Wir konnten nichts tun. Das Basislager der Entdecker liegt im Osten. Falls er noch lebt, ist er dort. Was? Wollt ihr uns alle umbringen? Wegen euch wimmelt es in ganz Silberfrost von Talos. Do Chun hat mir alles über ihre Machenschaften erzählt. Wir müssen Jin Su-Yun aufhalten. Aber auf meine Weise. Ich schleiche mich in Cai Wei ein und warte auf euch. Keine Sorge. Yehara und ich haben einen Plan. Sorgt euch um Do Chun. Die Talos-Pferdenleser werden euch suchen. Passt gut auf. Das ist Yun Hwas Adoptivvater? Ich hatte etwas anderes erwartet. Oh, ich kann nicht mehr.
Diese Wunden sind nichts. Da seid ihr ja. Gut, ich war... Es geht schon. Wir wurden überfallen. Ich hatte Talos-Soldaten erwartet, aber es waren Frost-Todesfeen. Sie kamen direkt aus dem Schnee. Dodan und Chen'Gun waren bei mir. Wir wollten sie aufhalten, aber meine Wunde brach wieder auf. Sie wurden verschleppt. Das ist alles meine Schuld. Ich war zu schwach. Danke. Der Zeitpunkt hätte gar nicht schlechter sein können, aber es ist gut, dass ihr hier seid. Es freut mich, das von euch zu hören, nachdem ihr euch auf dem dunklen Pfad verloren hattet. Haltet immer an den Lehren des Meisters fest. Sprecht draußen mit Wen'Gun. Er kann euch helfen, die Jungs zu finden. Diese Wunden sind nichts. Hoffentlich geht es dort schon gut. Von euch also hat dort schon vorhin gesprochen. Wie geht es ihm? Ihn hat es ziemlich schwer erwischt. Eine solche Wunde könnte niemals heilen, wenn er sich weiter überanstrengt. Ich werde ihn hier behalten, aber irgendjemand muss seine beiden Begleiter finden, bevor es zu spät ist. Sie wurden von Frost-Todesfeen erwischt, also kommt nur ein Ort in Frage. Die Feen spuken bei einer nahen Höhle und saugen die Lebensenergie aus unglücklichen Wanderern. Die geraubte Energie speichern sie in einem verzauberten Kern. Wenn ihr die Frost-Todesfeen und den Kern zerstört, sollten die Opfer ihre Lebensenergie zurückerhalten. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät, um die gefrorenen Opfer der Frost-Todesfeen wiederzubeleben. Beeilt euch, wenn ihr sie retten wollt.
Eine Feldquest hat begonnen. Dir alle Spaß. Wunderbar. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Das habe ich nicht getan. Egal. Ist schön hier. Sie scheinen unter Kontrolle zu sein. Wie willensschwach. Beeilung, ich habe Hunger. Moment! Wie will ich nicht als Mahlzeit für einen gefrorenen Geist enden? Dafür werdet ihr sterben. Geht es gar nicht gut. Wo sind denn alle? Ihr geht es gar nicht gut. Wo sind denn alle? Ihr geht es gar nicht gut. Oh, ein Geist! Ah, ihr seid es. Dem Himmel sei Dank! Ich dachte schon, Meister Dodan und ich wären erledigt. Irgendetwas hat uns angegriffen. Dann wurde alles neblig. Dann hatten wir eine nette Zeit mit neuen Freunden. Dann Kälte und Dunkelheit. Oh nein, Meister Dodan! Ist er wohlauf? Ich bringe ihn sofort zum Basislager der Entdecker, damit er sich aufwärmen kann. Lasst uns gehen, Meister Dodan! Wer als erster dort ist... Yuma! Here!